Ich bin Lea und ich liebe Weihnachten. Da feiern wir den Geburtstag von Jesus und es gibt viele Geschenke. Darauf freue ich mich sehr. Doch leider gibt es Kinder, die Weihnachten ganz anders erleben. Ganz ohne Süßigkeit und ganz ohne Geschenke. Doch das muss nicht so bleiben. Wir alle können dazu beitragen, dass Kinder ein schönes Weihnachten haben. Du fragst dich wie? Dann komm, lass mich es dir zeigen. Wenn du magst, mach es genauso wie ich. Jedes Jahr gibt es die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Dazu braucht man nur einen Schuhkarton und eine große Portion Liebe. Ich nahm also einen Schuhkarton, den Mama zugeschickt bekommen hat. Man kann dafür aber auch einen eigenen Schuhkarton nehmen. Dann wurde ich ganz kreativ. Ich habe meine Kiste mit Bastelpapier, mit Federn und Glitzerstein beklebt. Dieses Geschenk will ich gerne einem Mädchen geben, die wie ich 6 Jahre alt ist. Das habe ich auf den Karton angekreuzt. Als nächstes habe ich Jesus gefragt, was sich das Mädchen ganz besonders wünscht. Kurz darauf sagte Jesus zu mir, dass ich mit diesem Karton ganz viel Liebe verschenken soll. So bin ich mit meiner Mama ins Geschäft gegangen und habe viele schöne Geschenke ausgesucht. Eine Puppe, süßes Zahnbürste und vieles mehr. Und legte das in den Karton. Danach habe ich ein Bild gemalt. Und ein Foto von mir in den Briefumschlag gelegt. Sie wird sich bestimmt freuen zu sehen, von wem sie das Paket bekommen hat. Jetzt schicken wir das Päckchen nur noch los. Es gibt aber auch Abgabeorte, wo man das Paket abgeben kann. Ich freue mich so sehr, dass ich dem Mädchen irgendwo in der Welt eine Freude machen kann. Für sie wird dieses Weihnachten ganz besonderes werden. Das glaube ich.